Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, dein Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin Gesundheitscoach aus Leidenschaft und ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist bei diesem Podcast, der dir helfen soll, dein volles Potenzial komplett in die Resonanz, in die Ausstrahlung zu bringen. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass wir alle, wirklich alle Menschen auf diesem Planeten dieses Potenzial in uns tragen. Und das ist eben machbar über vier Bausteine, über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Wenn du heute zum allerersten Mal mit dabei bist, dann begrüße ich dich ganz recht herzlich und bedanke mich bei allen Zuhörern schon mal, auch bei dir, wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, für dein Vertrauen, denn in diesem Podcast steckt ganz viel Wissen, ganz viel Erfahrung und ich möchte dir wirklich von Herzen diese Werkzeuge mit auf den Weg geben, weil ich weiß, dass dadurch dein Leben leichter, schöner und vor allen Dingen auch erfüllter wird. Ja, heute möchte ich mit dir über das Thema Umfeld sprechen. Und wir haben ja alle irgendwo so Ziele im Kopf. Also jeder Mensch hat ja so ein gewisses Ziel. Vielleicht hast du ja auch nur das Ziel, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber die meisten Menschen da draußen, die wollen entweder mehr Karriere machen, die wollen irgendwie eine andere Figur haben. Die möchten vielleicht auch, dass ihre Mitarbeiter besser arbeiten bzw. funktionieren oder dass man eben am gleichen, ja, roten Faden zieht. Es gibt Menschen, die wollen ja weniger Alkohol trinken. Die haben dann irgendwo ihre Vorstellung, was sie alles eben verändern möchten und so weiter. Egal, was du für eine Zielsetzung hast. Das heißt, egal, was du dir wünschst, ob das jetzt von deinem Kopf herkommt, von deinem Ego herkommt, also wenn es von deinem Ego und vom Kopf ausschließlich kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es lange halten kannst, ohnehin relativ gering. Wenn du meinen Podcast schon gehört hast, dann weißt du das, dass die eigentlichen, wirklichen Ziele langfristig eben auch erreichbar sind, wenn unser Herz dazu eben auch Ja sagt. Also hier spielt das fokussierte Denken natürlich eine Rolle über den Kopf, aber ganz wichtig ist natürlich, dass die Herzenergie eben auch für dich fließt und das macht es dann auch schlussendlich den Unterschied, ob man seine Ziele wirklich erreicht oder eben auch nicht. Aber wie ist es denn schlussendlich auch mit dem Umfeld? Welche Rolle spielt denn dein Umfeld auf dem Weg hin zu deinem schlanken Körper, zu tollen Mitarbeitern, zu tollen Freunden, Arbeitskollegen, zu dem Job, den du dir vielleicht suchst, wünschst, zu der Partnersuche? Ja, egal was auch immer du da in deinem Leben dir wünschst, ich bin davon überzeugt, dass das Umfeld einen so großen Einfluss spielt, dass du sogar deine Ziele und vor allen Dingen auch deine Wünsche nicht erreichen kannst, wenn du nicht bereit dazu bist, dieses Umfeld zu verlassen oder zu ändern. Und ich möchte dir das ganz kurz erklären, denn ich hatte diese Woche zwei ganz spannende Gespräche und vor allen Dingen auch ein Tagescoaching, wo ich auch im Ausland mit ja gebucht worden bin. Und dieser Herr, das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, mit ihm arbeite ich jetzt seit ungefähr vier Jahren. Ich glaube, vor vier Jahren war er zum ersten Mal auf einem meiner Intensivseminare. Und als ich ihn kennengelernt habe, war bei ihm so alles wirklich in der Disbalance, was man sich nur vorstellen kann. Also von dem Tod seiner geliebten Frau bis hin zu den gesundheitlichen Faktoren. Es war wirklich alles in der Disbalance. Aber er hat sich eben auf die Reise gemacht und ist dann schlussendlich, wie gesagt, zu meinen Intensivseminaren gekommen und hat dann eben auch angefangen, mich eben so zu buchen. Und für das Tagescoaching bin ich dann eben auch überregional für ihn unterwegs und arbeite dann eben auch mit ihm den kompletten Tag. Und diese Woche war ich eben auch wieder bei ihm. Und das Faszinierende war einfach, wir haben diese HRV-Messung gemacht. Das ist diese autonome Funktionsdiagnostik, wo ich eben auch genau sehen kann, was funktioniert denn hier wirklich? Vom mentalen Training angefangen eben über die Ernährungsumstellung, über den Sport, über all diese einzelnen Parameter. Und das ist so ein bisschen, als würdest du mit dieser Untersuchung in deinen Körper reinzoomen. Also es ist so ein bisschen, als würdest du den Schleier eben wegziehen. Hier sehe ich eben wirklich alles. Und diese Messung, das hast du vielleicht auch schon gehört in meinem Podcast, ist der sogenannte Goldstandard-Test. Hier wird das vegetative Nervensystem gemessen.
Und alles in deinem Leben, wirklich alles, das, was du isst, wie du denkst, mit welchen Menschen du dich umgibst und so weiter, wird in diesem vegetativen Nervensystem im Grunde genommen sichtbar. Denn dein Herzschlag als solches verändert sich aufgrund von Emotionen, aufgrund dessen, wie deine Zellen in welcher Suppe schlussendlich schwimmen. Wenn du zum Beispiel dich katastrophal ernährst, dann schwimmen deine 90 Billionen Zellen in einer toxischen Suppe und das wiederum wird in deinem vegetativen Nervensystem sichtbar. Das gleiche auch die Emotionen, unterbewusste Programmierungen, Muster, also alles, was du im Grunde genommen gespeichert hast, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst, wird hier sichtbar. Und wenn ich dann mit meinen Coaches arbeite oder mit meinen großartigen Seminarteilnehmern arbeite, denn dort mache ich eben auch diese HRV-Messung bzw. autonome Funktionsdiagnostik, kann ich ersehen, okay, wo steht jemand und vor allen Dingen auch, hat jemand etwas verändert und zwar nicht nur vom Kopf her, weil es eben nett ist, das machen zu müssen oder man sollte etwas machen, sondern weil dieserjenige das implementiert hat in seinen Alltag, weil er erkannt hat für sich, okay, es macht vielleicht doch Sinn, mal ein bisschen mehr auf meine Ernährung zu achten. Und es gibt auch ein paar da draußen, die machen die Dinge aber auch wieder nur in einer totalen Überspannung, weil sie eben glauben, es machen zu müssen, aber eigentlich sehnt sich ihr Herz total nach Ruhe, nach Flexibilität und nach Gelassenheit und auch das wird sichtbar. Und dieser Kunde von mir, der hatte eine wirklich großartige HRV, also diese autonome Funktionsdiagnostik und das zum allerersten Mal seit 4 Jahren. Da wirst du wahrscheinlich sagen, ja toll, also 4 Jahre lang habe ich keine Lust an dem ganzen Kram zu arbeiten. Jetzt muss ich dir natürlich auch dazu sagen, dass er traumatische Erlebnisse hatte. Er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, der natürlich auch ein ordentliches Rad dreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hat natürlich auch einfach richtig viele Dinge, die er jeden Tag zu bewältigen hat. Und er hat seine Ernährung umgestellt. Er macht sehr, sehr viel Sport und er hat diese traumatischen Erlebnisse verarbeitet. Doch was er, und zwar wirklich auch kundgetan hat beim letzten Mal, wo ich da war, das war, und jetzt komme ich wieder zum Eingang dieses Podcasts, er hat es geschafft, aus dem alten Umfeld rauszugehen. Der hat nämlich seinen Wohnort gewechselt. Er hat nämlich vorher in München gewohnt und jetzt wohnt er in Prag. Und das Verrückte ist, dass er natürlich noch seine 2 Companies hat, einmal in München und in Prag, aber er hat es geschafft, sein Umfeld komplett zu ändern. Und erst dann, und das sagte er mir, hat bei ihm wirklich ein absolut wahnsinniger Transformationsprozess stattgefunden, weil dann kam er nämlich aus einem alten Umfeld, was wie Kaugummi an ihm gezogen hat, was ihm nicht gut getan hat, endlich raus. Und er hat es geschafft, die totale Transformation wirklich in sein Leben ablaufen zu lassen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du irgendwo in Niederberbach wohnst oder in, weiß der Kuckuck was für ein Kaff, Entschuldigung, also du weißt, was ich meine, vielleicht wohnst du auch in einer großartigen Großstadt. Also egal, wo du jetzt wohnst, das heißt nicht, dass du sofort da wegziehen musst. Aber, und darum geht es auch in meiner Arbeit, wenn du mal anfängst, dir dein Umfeld anzuschauen und schaust dir einfach mal an, inwieweit hat dein Umfeld die gleichen Wünsche und Zielsetzungen wie du. Und vor allen Dingen, inwieweit zieht dieses Umfeld wie Kaugummi oder inwieweit unterstützt dich dieses Umfeld? Ich mache dir auch mal ein Beispiel, was ganz, ganz häufig immer bei Familien so der Fall ist. Da ist immer Liebe an Bedingungen geknüpft. Wenn du dich nicht bei mir meldest, dann, wenn du nicht permanent anrufst, dann, also die Liebe, die immer an Bedingungen geknüpft ist und das ist ja so brutal, es ist so hart, es ist so unfassbar, wenn du natürlich dir wünschst jetzt als Elternteil, dass deine Kinder sich permanent bei dir melden oder du wünschst dir eben als Freundin, dass deine Freundin sich immer bei dir meldet oder wie auch immer, aber wenn deine Liebe, dein Zuspruch immer an Bedingungen geknüpft ist, dann spürst du natürlich auch immer, dass da was zieht wie Kaugummi. Und ich liebe es zum Beispiel auch bei meinen Eltern. Meine Mama schreibt mir zum Beispiel jetzt seit neuestem immer unfassbar viele WhatsApp-Nachrichten. Sie baut da nie Druck auf. Sie schreibt das, ja, aber nie, um Druck aufzubauen. Und sowas ist großartig. Und wenn man sich dann eben mit voller Herzenskraft einfach meldet und man spricht dann, dann kommt das eben vom Herzen heraus. Überlege dir doch einfach mal,
inwieweit ist das auch bei dir immer an Bedingungen geknüpft und inwieweit ist denn auch dein Umfeld wie so eine Art Kaugummi, was an dir klebt, was dich immer wieder, obwohl dein Herzenswunsch in eine komplett andere Richtung geht, sich immer wieder zurückzieht wie ein Bumerang. Und ich möchte dir noch ein weiteres Beispiel erklären. Das habe ich jetzt auch gerade erst erlebt mit einem Unternehmer, der sich von Mitarbeitern getrennt hat. Und zwar von Mitarbeitern, und zwar von zweien. Und jetzt wirst du sagen, um Gottes Willen, du bist ja so sozial eingestellt, man kann sich ja nicht einfach trennen. Aber dieser Kunde von mir, der auch ein unfassbar großes Herz hat und der diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung seit so vielen Jahren geht, der hat einfach auch gespürt, dass diese Mitarbeiter so eine unfassbar negative Energie hatten im Unternehmen. Und er hat mehrere Gespräche immer wieder und wieder geführt. Immer wieder. Und diese Mitarbeiter wollten aber nicht aufgrund ihres freien Willens sich nicht in ihrer Persönlichkeit verändern. Was sollst du denn dann machen? Dann bist du bereit dazu, entweder den Weg des Mitarbeiters zu gehen und du bleibst als Firma stecken, oder du bist bereit dazu, dein Umfeld zu verändern, und zwar auf Augenhöhe, mit viel Liebe und vor allen Dingen eben auch, ja, mit den richtigen, ich will es jetzt mal sagen, mit der richtigen Energie, dass du bereit bist dazu, deine Entscheidungen zu treffen, dieses Umfeld wirklich zu verändern. Und dieser Kunde von mir hat sich von den Mitarbeitern getrennt und schwuppdiwupp hat sich die Energie im Büro total verändert. Und er hat auch noch angefangen, sein Büro zu renovieren und jetzt ist eine komplett andere Energie da. Und weißt du, sowas höre ich permanent, nicht nur bei meinem Kunden, der von München aus weggezogen ist nach Prag, der jetzt eine sensationelle HRV-Messung hat, wo ich zum ersten Mal sehe, wow, zum ersten Mal ist sein Körper in einem totalen energetischen Gleichgewicht. Und ja, es ist nicht nur die Ernährung, es ist nicht nur die Bewegung, es ist nicht nur irgendwie mentales Training, es ist eben auch dein Umfeld, was die ganze Zeit in dir zieht, wo du vielleicht auch mal für dich überprüfen darfst, was ist denn da, was mich immer wie ein Bumerang hält. Und dein Umfeld kannst du aber auch für dich lernen zu verändern. In dem Moment, wo du eben auch mal mutig bist und einfach dir mal überlegst, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Ja, und zwei ultra, wirklich ultra Freundinnen von mir, Christina und Caro, sind auch solche, ja, Masterfreundinnen von mir. Tolle Vorbilder, wenn ihr das jetzt hört, ihr zwei, ich liebe euch von Herzen. Die einfach so großartige Vorbilder sind. Die eine ist nach Mallorca gegangen und hat einfach ein komplett neues Leben angefangen. Und da musst du ganz schön Eier in der Hose haben, um einfach mal dein komplettes Umfeld zu verändern. Und bei ihr hat auch eine unfassbare Transformation stattgefunden. Sie ist nicht nur eine erfolgreiche Fotografin, sondern eine unglaubliche Künstlerin. Sie macht also ganz, ganz, ganz tolle Bilder. Aber das ist auch nebensächlich jetzt in diesem Podcast, sondern ihre Transformation war unglaublich. Und ja, mit ein entscheidender Grund für sie war eben auch, dass sie den Mut hatte, einfach ihr Umfeld zu verändern. Und die andere Freundin von mir, die Caro, die ist jetzt auch wieder komplett weggezogen, und zwar aus Mainz, dann in die Nähe von Heidelberg. Und sie hat auch ihr Umfeld verändert, weil sie wusste, jetzt kommt der nächste Schritt. Und weißt du, das schaffst du auch, wenn dein Herz Ja sagt. Wenn dein Herz sagt, ja verdammt nochmal, ich bleib hier dauernd stecken, ich komme hier einfach nicht weiter, ich habe hier dauernd Leute, die irgendwie mich bremsen, dann schau dir doch einfach auch mal dein Umfeld an und hab doch mal den Mut, dich zu hinterfragen, einfach mal zu sagen, okay, ich probiere es mal aus. Du musst ja nicht gleich nach Los Angeles ziehen. Okay, wenn dein Herz danach schreit, von mir aus. Aber überlegst dir doch einfach mal. Und ja, es macht unfassbar viel aus. Es gibt sogar Menschen, die spüren schon die Veränderung in ihrem Umfeld. Und wenn du Tiere liebst, ich liebe Tiere über alles, wenn sie sich ein Haustier ins Haus holen. Also in dem Moment schon, wo dieses Tierchen ins Haus kommt, verändert sich das Feld. Denn die Energie, in der du jeden Tag bist, die ist vielleicht nicht sichtbar. Und die Menschen, die in deinem Umfeld sind, die haben vielleicht keine, ich sag jetzt mal, sichtbare Energie, die sie ausstrahlen. Aber Energie kann nie verloren gehen. Und es ist eben genau diese Energie, die wir jeden Tag wahrnehmen, die uns unterstützt, die uns hilft, unsere Ziele und Wünsche eben wirklich zu erleben, zu erfahren, oder die uns dann eben schlussendlich ausbremst. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es mir nicht darum geht, dass du deine Familienmitglieder jetzt aussortierst und dass du
jetzt sagst, so, jetzt ist hier nur die Liebe an Bedingungen geknüpft, jetzt spreche ich nicht mehr mit meinen Eltern, mit meinen Freunden oder mit irgendjemand. Darum geht es nicht. Aber du musst dir einfach überlegen, wie viel Energie schenkst du diesem Umfeld und bist du bereit, einfach da ein bisschen rauszugehen, das in deiner Welt mit viel Liebe zu verändern und du auch mal bereit bist, dir neue Freunde zu suchen, dir deine Ängste anschaust, da auch wirklich mal den nächsten Schritt gehst oder ob du da bleibst, feststeckst und im Schluss endlich dann deine Herzenswünsche nicht in Resonanz und nicht in die Erfüllung bringst. Also hier ist es einfach ganz wichtig. Ich habe dir aber noch 4 Punkte mitgebracht und diese 4 Punkte, die möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, damit du ja vielleicht auch ein bisschen mutiger bist und vor allen Dingen vielleicht auch ja den nächsten großen Schritt gehen kannst hin zu deinem Wunsch. Und ob es sich dabei schlussendlich um die Karriere handelt, ja den Sport, den du in deinen Alltag bringen möchtest, den nächsten Schritt zum Thema Ernährungsumstellung, Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer. Ja, diese 4 Schritte haben mir immer geholfen, ja einfach den nächsten Schritt zu gehen. Und das erste ist, geh aus deiner Opferrolle raus. Lass das Drama sein. Fang mal an, dich zu beobachten, wie oft du sagst, es geht nicht, wie oft du Opfer bist, wie oft du die Schuld auf irgendjemand schiebst und vor allen Dingen, wie oft du dieses Drama in den Vordergrund schiebst. Es gibt so viele Menschen da draußen, die die ganze Zeit über ihr Drama sprechen, da merkst du schon, wie verliebt sie in ihr Drama sind. Da findet keine Veränderung statt. Das zweite ist, lass diesen inneren Widerstand los. Schau dir mal an, was sind deine Widerstände in deinem Leben. Widerstände sind Gedanken, ein Widerstand ist das Umfeld, Widerstände sind diese unterbewussten Programmierungen, schau die dir an und lass sie los, ja. Sag einfach ganz bewusst zu dir, okay, ich gehe raus aus meinem Drama, ich bin kein Opfer mehr und ich lasse jetzt auch diese verdammten Widerstände einfach mal los. Der dritte Punkt ist, und der ist so wichtig und der ist so sauschwer, der ist so ultraschwer, überleg dir doch einfach mal, wie viele Masken hast du dir im Laufe deines Lebens wirklich angeeignet? Und Masken sind Rollen, die du angenommen hast. Und klar, ich habe die auch alle. Wenn ich zum Beispiel bei meinen Kundenterminen bin, wenn ich bei meinen Coaches bin, wirst du mich nie erleben, dass ich dort sitze und fange an zu jammern. Das hat da nichts zu suchen. Ich bin da professionell und ich funktioniere. Und ich habe schon so ultra viele Termine gehabt in meinem Leben, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Aber hey, das interessiert keinen Mensch. In dem Moment baue ich da eine Maske auf und diese Maske heißt, professioneller Coach zu sein. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, wie oft ja, hältst du deine Masken aufrecht, damit du vor dir selbst bestehen kannst. Und diese Masken, die mal unter die Lupe zu nehmen und einfach mal zu sagen, hey, du bist verletzbar, es gibt deine Wachstumsbereiche, du musst nicht immer funktionieren und du bist vielleicht nicht immer ja in dieser Perfektion auch wirklich toll und sexy und attraktiv, sondern gerade, wenn du mal die Maske ablegst und bist mal verletzlich und bist auch einfach mal du, und dann darfst du eben auch mal schwach sein. Das hat im Übrigen nichts mit Opfer zu tun, nicht, dass du das falsch verstehst. Also nimm mal deine Masken ein bisschen unter die Lupe, schau sie dir einfach mal an und erlaube dir doch ab und zu mal bei den Menschen, ja, die wirklich dir wohlgesonnen sind, wo du so sein kannst, wie du bist, auch einfach mal die Masken abzulegen. Und das Letzte ist wirklich das Wichtigste von allem und das heißt, lebe, ja, lebe. Die Menschen vergessen zu leben. Und weißt du, in dieser schnelllebigen Zeit, wo alles immer höher, schneller und weiter geht, wo jeder, ich sag jetzt mal, dir vorspielt, dass diese ganze Welt ein D-Zug ist, dass du noch schneller erfolgreich sein musst, noch schneller Dinge erledigen musst, dass du noch schneller irgendwie Informationen aufnehmen musst und so weiter. In dieser schnelllebigen Zeit geht es auch darum, ab und zu mal innezuhalten und einfach zu sagen, hey, ich lebe. Und dieses Leben bedeutet eben auch wirklich zu sagen, du bist im Hier und Jetzt und saugst die Schönheit des Lebens einfach mal auf. Am Ende dieses Podcasts möchte ich dir sagen, wie wichtig es mir ist, dass du für dich selbst mal dein Umfeld unter die Lupe nimmst. Denn egal wie viele Ziele du hast, egal wie viele Herzenswünsche du hast, wenn dein Umfeld nicht bereit dazu ist, diesen Wunsch und diese Zielsetzung mit dir zu tragen,
wirst du langfristig nicht deinen Wunsch erreichen können. Und vielleicht überlegst du dir von all den Beispielen, die ich dir heute gebracht habe, einfach mal, wie ist denn dein Umfeld? Und loszulassen und sich dorthin zu entwickeln, wo deine Seele Ja sagt, wo du Ja sagst zu dir selbst, das ist der Schritt für unser Leben. Geh aus deiner Opferrolle raus, lass dieses Drama einfach sein, überlege dir mal diesen inneren Widerstand loszulassen. Wenn die Angst kommt, nimm sie liebevoll in den Arm. Leg deine Masken ab, sei auch mal verletzlich und sag dir, ja, es ist eben nicht so einfach. Manchmal brauchst du auch Zuspruch und manchmal darfst du auch einfach mal schwach sein. Es ist vollkommen in Ordnung. Und ganz wichtig, lebe. Dieses Leben ist für dich da, es darf schön sein und dieses Leben will von dir gelebt sein und zwar in der totalen Fülle, in der Liebe und mit ganz, ganz viel Herzenskraft. So, jetzt wünsche ich dir mal so richtig viel Spaß bei deiner Veränderung. Ganz liebe Grüße an dein Umfeld. Ich hoffe, dass dein Umfeld dich unterstützt und wenn nicht, ist es nicht schlimm, dann darfst du lernen, dich zu verändern und in Liebe einfach loszulassen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen großartigen Tag mit ganz viel Mut, dass du die nächsten Schritte gehst für deine Herzenswünsche, denn du hast es verdient, ein ganz glückliches und vor allen Dingen erfülltes und großartiges Leben zu leben. In diesem Sinne, alles Liebe für dich, deine Kerstin.